Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Ines von den Umela Ladies. Wir werden heute gemeinsam das neue E-Book von Umela, die Usophie, nehmen. Bevor ihr euren Stoff zuschneidet, macht euch Gedanken, wie eure Usophie aussehen soll, ob mit Falten, ohne Falten, die große oder die kleine. Ob ihr eine Innentasche haben wollt, ob ihr im Rückenteil der Außentasche eine Reißverschlusstasche haben wollt, ob ihr diese Blende anbringen wollt. Guckt euch alle unsere Designbeispiele an und wählt dann eure Tasche nach eurem Geschmack und eurem Wohlbefinden aus. Ich habe mich für die kleinere Variante entschieden. Meine Tasche wird im Vorder- und im Rückenteil Falten haben. Und ich werde diese Ösen anbringen und da eine Kordel durchziehen. Dann wird meine Tasche diese Trageriemen aus, die werde ich aus Lederriemen machen. Wie ich die anbringe, zeige ich euch dann später. Und im Rückenteil des Außenteils wird meine Tasche eine Reißverschlusstasche bekommen mit dieser dazugehörigen Blende. Ich habe jetzt hier schon mal alles ausgeschnitten, habe alle Markierungen auf den Stoff übertragen. Dafür nutze ich ganz gerne so eine Kerbschnittzange, die stanzt. Dann habe ich da jetzt ein Stückchen Stoff. Die stanzt, wenn ihr das anlegt, hier so ein kleines Stück aus dem jeweiligen Stoff aus, und das ist unter 1 cm. Damit könnt ihr gut alle Markierungen am Stoff übertragen und seht die dann auch noch, auch wenn ihr schon alles mit der Overlock versäubert habt. Je nachdem, welches Material ihr verwendet, solltet ihr es verstärken, beziehungsweise bei Webware alles mit einem Zickzackstich oder einer Overlock versäubern. Das habe ich jetzt alles schon gemacht und wir beginnen mit der Reißverschlusstasche im Rückenteil. Dazu brauchen wir die Reißverschlusstasche, die Blende. Übrigens, wenn ihr Probleme habt, diese, sag mal so, diese kleinen Schnittteile auf den Stoff zu übertragen, ich nehme dafür ganz gerne so einen, was ist das, so ein Anleimstift. Fahre ganz sachte über das Schnittteil, lege mir das auf den Stoff, drückt das ein bisschen an und kann das dann perfekt ausschneiden, kann es dann hinterher wieder abziehen. Nur so als Tipp. Okay, unsere Reißverschluss, die Position der Reißverschlusstasche ist im Schnittteil angegeben. Ich nehme mir dazu zur Markierung ganz gerne eine Nadel, stecke hier diese Nadel, ich muss das mal kurz hier zur Seite legen, in eine der Ecken dieser Reißverschlussposition. Nehme dann einen Stift. Markiere mir ganz langsam die Stelle, wo diese Nadel rauskommt. Das mache ich an zwei Ecken. Hier sind meine zwei Markierungen. Das macht ihr auf der rechten Stoffseite. Wenn ihr eine andere Möglichkeit habt oder eine andere Lösung, wie ihr diese Markierungen übertragt, ja, hat jeder so sein eigenes System. Dann nehme ich mir meine Innentasche, das ist hier das Schnittteil 5. Hier habe ich mir diese Reißverschlussposition schon aufgezeichnet. Nehme mir jetzt wieder eine Nadel
und stecke genau in die Ecke, die ich vorher als erstes markiert habe. Und pinne das mir hier so fest. Erstmal nur so grob. Nehme mir eine zweite Nadel, gehe in die zweite Ecke, die ich mir markiert habe. Und pinne mir das auch so fest. Dann habe ich so ungefähr die Position, die ich brauche. Und jetzt nähen wir einmal entlang dieser Markierung. Bei der Tasche empfiehlt es sich, mit einer Stichlänge von 3 zu arbeiten. Und wenn ihr Nähte absteppen wollt, sieht es einfach schöner aus, wenn ihr mit 3,5 bzw. fast 4 die Nähte absteppt. So, meine Reißverschlusstasche ist jetzt angenäht. Ich habe mir auch schon die Linie markiert, die wir jetzt gleich aufschneiden werden. Lest euch dazu unbedingt nochmal das E-Book durch, beziehungsweise geht Schritt für Schritt nach dem E-Book. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Achtet darauf, dass ihr wirklich bis genau in die Ecken schneidet, aber eben nicht die eben genähte Naht durchschneidet. Jetzt wird das alles gewendet und dann müsst ihr einmal ins Bügeleisen. So, meine Tasche ist jetzt ausgebügelt. Jetzt braucht ihr euren Reißverschluss, fädelt den Zipper auf. Den legen wir jetzt hier so in diesen vorbereiteten Schlitz. Es empfiehlt sich, diesen Reißverschluss etwas zu fixieren. Das hilft euch, den einfach schön gerade anzunehmen. Ich nutze dafür ganz gerne diese Leimstifte von Prim. Ihr könnt aber auch dieses Wonder Tape nehmen. Als Tipp, wenn ihr dieses Wonder Tape nutzt, also ich habe hier eins, das habe ich schon ewig, das war eine Riesenrolle. Und meine Maschine fängt dann immer irgendwann an zu spinnen, weil dieser Klebstoff von diesen Streifen an der Nadel hängen bleibt. Und dafür gibt es diese Anti-Clue-Nadel, die nutze ich dafür und damit verhindert ihr, dass dieser Klebstoff oder diese Klebstoffreste an der Nadel hängen bleiben. Und nähen einmal um diesen Schlitz herum. So, mein Reißverschluss ist eingenäht. So sieht es jetzt von hinten aus. Jetzt kommt unsere Blende dran. Sie wird ja später hier so drüber liegen. Und zum Befestigen macht es auch wieder Sinn, dieses Style Fix zu verwenden. Und jetzt steppen wir noch einmal hier an der Innenkante ringsherum ab und einmal an der Außenkante. Ich nähe prinzipiell immer mit Kniehebel und ich will euch auch mal zeigen, warum. Ich bin gerade dabei, diese Blende anzunähen und diese hat ja vorne an der kurzen Seite eine Rundung. Normal nähst du immer ein Stück. Stoppst, hebst den Nähfuß, drehst dein Nähgut, um einfach schön entlang dieser Kante zu nähen. Ich kann das mit meinem Kniehebel machen. Wenn ich hier so nähe, stoppe ich, hebe mit dem Kniehebel den Nähfuß
und habe alle beide Hände frei. Und kann dann ganz schön und mit meiner vollen Händegewalt hier rumgehen. Meine Plante ist jetzt angenäht und jetzt kannst du deine Innentasche fertigstellen, indem du dieses untere Teil nach oben klappst und hier einmal mit 1 cm Nahtzugabe zunähst. Achte beim Zunähen darauf, dass du nicht hier auf der Tasche nähst, sondern dass du dir das hier so ein bisschen hochklappst. Weiter geht es mit diesen seitlichen Aufhängen, um daran einen Schultergurt zu befestigen. Nehmt euch das Schnittteil Aufhängung schmal zur Hand, schneidet es zweimal zu und bereitet es genauso vor wie im Schnitt im E-Book angegeben. Mitte markieren, die Längsseiten zur Mitte hinfalten und einmal abstimmen. Ich zeige euch das dann gleich mal an der Maschine. Wichtig ist, dass ihr diese Markierung für diese Aufhängungen am Vorder- und am Rückenteil genau aufzeichnet. Wir nähen jetzt diese Aufhängung für diesen Schultergurt. Markiert euch die Mitte am Schnittteil. Haltet die Längsseiten zur Mitte hin. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite noch. Und dann zeige ich euch, wie ihr das am Schnittteil befestigt. Ich habe das jetzt hier so zusammengenäht. Führe den D-Ring, oder bei mir ist es jetzt hier ein Vierkantring, ein. Lest euch dazu die Anleitung durch, mit wie viel Abstand ihr dann die kurzen Seiten umfaltet und feststeckt. Bei mir hat sich das auch bewährt, dieses Stylefix zu nutzen. Das hilft mir, dass die Enden dann schön an Ort und Stelle bleiben bei so winzigen Schnittteilen. Jetzt wird ja dieses Schnittteil an die vorher gesetzte Markierung gelegt und dann, wie im E-Book beschrieben, festgenäht. Meine Aufhängung ist jetzt angenäht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch eine Niete für mehr Halt ranmachen oder eine Buchschraube oder je nachdem, was ihr gerade für eure Tasche bevorzugt. Wenn ihr eine Paspel anbringen wollt, solltet ihr das jetzt tun. Ihr habt entsprechende Markierungen im Schnittmuster. Ich verzichte in meinem Fall drauf und mache jetzt weiter mit der Kordel, die dann durch die Ösen gezogen. Wir nähen jetzt die Kordeln, die dann später dekorativ durch die Ösen gezogen werden und an Vorder- und Hintertasche angebracht werden. Nehmt euch das entsprechende Schnittteil und euren Zuschnitt. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, dass ich mir die Mitte markiert habe und die Längsseiten zur Mitte hin gefaltet und einmal gebügelt habe. An einem kurzen Ende wird 1 cm umgebügelt
dann die Ecken abgeschrägt. Und die gefaltete Längsseite zur Mitte hin rechts und links abgesteppt. Dann wird es umgeschlagen und hier nochmal abgesteppt. Achtet dabei darauf, dass an dem Ende, was nicht umgebügelt ist, ihr beim Zusammennähen unten so ca. 3 cm Platz lasst, was eben nicht mit zusammengenäht wird. Das wird dann später am Rücken und am Vorderteil inne angebracht und wenn ihr das zusammennähen würdet, hättet ihr dann Probleme, das korrekt anzubringen. Unsere Ösen sind jetzt drin und jetzt nehmt ihr euch ein Handmaß, einen Stift und misst von den beiden zur Mitte hin zeigenden Ösen jeweils 3 cm ab. Dann nehmt ihr euch eine Kordel und legt die, das ist bei der Kordel die linke Seite und die zusammengenähte Seite die rechte Seite und legt sie mit der rechten Seite an die Markierung und pinnt diese fest. Dieser Bereich wird jetzt erstmal noch nicht festgenäht. Wenn dann die Tragehenkel rankommen, der ja genau hier verläuft und diese angenäht werden, in diesem Zuge wird halt das dann direkt mit festgenäht. Pinnt das jetzt erstmal nur fest am Rücken und am Vorderteil und dann machen wir uns an die Tragehenkel. Jetzt geht es an die Tragehenkel. Bereitet die so vor, wie es im E-Book beschrieben ist. Ich habe mich für 2 Lederriemen entschieden, die ich. Also, ich nähe die doppelt, nähe die an den Längskanten einmal knappkantig ab und nähe die dann hier laut Position an. Ich habe jetzt hier meine Henkel vorbereitet. Dann nehmt ihr euch das Schnittteil. Ihr habt diese Markierung für die Position der Träger auf dem Schnittteil. Diese übertragt ihr jetzt an das Vorder- und ans Rückenteil und näht die Träger, wie im E-Book beschrieben, fest. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Tragehenkel anbringt, achtet darauf, dass der richtig liegt und nicht verdreht ist. Und messt gegebenenfalls im Vorfeld nochmal, ob euch diese Länge wirklich ausreicht. Mein Gurt ist jetzt angebracht und wenn ihr das nach Position aufnäht, seht ihr auch, dass die Kordelenden gut mit eingefasst sind. Ich werde jetzt hier noch 2 Nieten anbringen und noch ein Tipp von mir, wenn ihr Nieten oder Magnetknöpfe, irgendwas an eurer Tasche anbringt, prinzipiell, was so einem gewissen Zug ausgesetzt ist, tut hinter diese Niete oder eben diesen Magnetknopf ruhig nochmal verstärken. Ich nehme dafür jetzt so 2 Kunstlederreststücke und mache die quasi hinten an die Niete mit dran. Jetzt beginnen wir den Boden an Vorder- und Rückenteil anzunehmen. Bei diesem Schritt ist es unglaublich wichtig, dass ihr euch diese Nahtlinien markiert. Das Schnittteil oder das Schnittmuster beinhaltet ja die 1 cm Nahtzugabe und die gestrichelten Linien auf dem Schnittmuster sind die eigentlichen Nahtlinien. Ihr braucht die nicht komplett zu markieren, sondern es ist am Anfang und am Ende extrem wichtig, dass ihr diesen 1 cm einhaltet. Ich mache das dann immer so, ich habe mir hier die Ecken rausgeschnitten. An allen 4 Ecken. Legen wir das in eine Ecke und malen mir jetzt einfach dieses Viereck an allen 4
Ecken an. An den Längsseiten nicht vergessen die Mitte markieren, genauso wie an den kurzen Seiten. Wir beginnen mit dem Vorderteil. Auch hier die Mitte markieren. Und jetzt wird der Boden rechts auf rechts, Mitte auf Mitte festgesteckt. Wir nähen den Boden jetzt mit 1 cm Nahtzugabe an. Aber nur von diesem Viereck, was wir uns eben aufgemalt haben. Also 1 cm Platz lassen von dieser Markierung bis zu dieser Markierung. Das ist ganz wichtig, dass ihr am Anfang und am Ende 1 cm Platz lasst. Der Boden ist jetzt angenäht und am Anfang und am Ende habe ich den 1 cm Platz gelassen. Einmal umgeschlagen. Nahtzugabe geht, zeigt Richtung Boden. Und dann einmal diese Naht abstecken. Aber dran denken, diesen 1 cm am Anfang und am Ende nicht mit abstecken. Mein Boden ist jetzt an einer Seite angenäht, abgesteckt. Den 1 cm am Anfang und am Ende habe ich Platz gelassen. Diesen Schritt wiederholt er jetzt mit dem Brückenteil und dann können wir auch, so, mein Boden ist drin, ich habe das an beiden Seiten abgestückt, hier immer an diese 1 cm Decken, ihr werdet dann gleich sehen, warum das so wichtig ist, und jetzt können wir die Seitennähte schließen. Dann legt ihr die Tasche rechts auf rechts. Steckt die Seitennähte schön zusammen. Wenn ihr Paspeln verwendet habt, kürzt die jetzt und näht hier mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Solltet ihr Probleme mit eurem Nähfuß haben, hier an der Öse vorbeizunähen, könnt ihr das auch gut mit einem Reißverschlussfuß machen. Die Seitennähte sind jetzt geschlossen und wir gehen an den Boden. Legt euch das Schnittteil so vor euch hin. Hier ist der Boden und klappt den Boden mit der kurzen Seite an die Seitennaht. Ihr seht schon, wie sich das gut legt. Klappt hier die Nahtzugaben auseinander und pinnt einmal fest. Hier seht ihr auch, warum wir den 1 cm brauchen. Hättet ihr den jetzt mit festgenäht, hättet ihr das so jetzt die Ecke nicht richtig legen können. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Probleme habt, dass sich das richtig legt, macht einfach an dieser, ich zeig das euch nochmal, das ist ja die Naht, als wir den Boden an das Vorderteil oder eben Rückteil angenäht haben. Diesen 1 cm ist hier vorne Platz und wenn ihr hier so einen kleinen Knipsi setzt, legt sich der Boden dann besser an diese Seitennaht. Das stecken wir jetzt rechts und links fest und nähen es mit 1 cm Nahtzugabe fest. Der Boden ist jetzt festgenäht und jetzt können wir schon mal die Tasche wenden. Wir machen uns jetzt an die Falten. Meine Tasche wird im Vorder- und im Rückenteil diese schönen Falten bekommen. Sollte deine Tasche ohne Falten genäht werden, schau dir das extra Tutorial mit an, was dem E-Book beigefügt ist. Die Markierungen für die Faltenlegung hast du dir am Anfang an den Stoff übertragen und das sind genau 3 Markierungen. 1, in der Mitte die zweite
und dann die dritte. Lege jetzt die äußeren Markierungen aufeinander und klappe das Mittelteil zur Mitte hin. Dass die eigentliche Falte zur Seite zeigt. Achte darauf, dass die Falten gleich zur Seite zeigen und fixiere dir das innerhalb der Nahtzugabe mit ein paar Stichen. Das machst du am Vorder- und am Rückenteil. Meine Falten sind jetzt drin. Ich habe die innerhalb der Nahtzugabe fixiert. Und jetzt ist vom Prinzip her unsere Außentasche eigentlich fertig. Die können wir jetzt erstmal beiseite legen. Und wir gehen zum Innenteil. Meine Tasche wird, also das sind jetzt hier die zwei Innenteile und der obere Abschluss der Tasche mache ich in einer anderen Stofffarbe. Möchtest du das auch so, musst du entsprechend das Schnittmuster an der Markierung auseinanderschneiden. Beachte dann aber hierbei beim Zuschnitt, dass du an dieser Stelle und an dieser Stelle 1 cm Nahtzugabe beim Zuschnitt mit dazu gibst. Das wird jetzt rechts aufeinander genäht, die Ober- und die Unterteile. Ich habe noch einen Tipp für euch, wenn ihr euch für diese Teilung entschieden habt, müsst ihr vom Prinzip her ja hier Ecken nähen. Oder? Und ich habe da einen Tipp, wie ihr eine gute Ecke bzw. eine gute Spitze hinbekommt. Nehmt euch jetzt in dem Beispiel das obere Teil und zeichnet euch die Nahtlinie von 1 cm auf. Genau dasselbe macht ihr am unteren Teil. Wie das jetzt angenäht wird, zeige ich euch an der Maschine. Ihr nehmt euch jetzt eine Nadel und steckt genau in den Punkt ein, wo sich die erste schräge Linie zur geraden Linie überschneiden und steckt das genau an dem Punkt fest von eurem Unterteil. Genau an derselben Stelle, wo sich diese Linien überkreuzen. Pinnt das fest. Und näht jetzt diese Strecke von Beginn. Lasst euch hier nicht irritieren. Das Oberteil steht hier etwas über. Das legt sich dann aber, wenn wir es angenäht haben. Und näht jetzt von Beginn bis zu dem Punkt, wo wir eben diese Nadel gesetzt haben. Diese 1 cm Nahtzugabe. Am besten ihr näht jetzt genau auf der eben angemalten Linie. So, verriegelt das.
jetzt schneidet ihr euren Oberstoff, also nicht alles beides, sondern nur das zu der eben gesetzten Naht ein bisschen ein. Dreht das Ganze, legt es an die gerade Strecke, bindet es fest. Jetzt nimmst du dir wieder eine Nadel, steckst an den nächsten Punkt der Überkreuzung, verbindest diesen Punkt mit dem am Unterteil. Und nähst jetzt genau von der Naht, wo wir eben aufgehört haben, steckst dort ganz genau die Nadel ein und nähst bis zu der nächsten Überkreuzung. Achte hier drauf, dass du dir nicht aus Versehen eine Falte rein nähst. Ich justiere mir dann diese Nadel genau an dem Punkt, wo ein letzter Stich gewesen ist. Schneide das jetzt wieder ein, aber wirklich nur bis zur Naht, nicht die Naht auseinanderschneiden. Und lege das letzte Stückchen schräg wieder ran. Auch hier steht es wieder etwas über. Sieht man das so richtig? Ja? Das macht aber nichts, das legt sich gleich. Und hier gehst du jetzt genauso vor. Von dem Punkt deiner letzten Naht justiere die Nadel ganz genau dort. Bis zum Schluss. Schöne Ecken und wie du siehst, legt sich das hier richtig schön. Das kleine Eckchen hier, das können wir dann wegschneiden und ihr habt das aber schön sauber ausgearbeitet. Eine Blende habe ich jetzt angebracht und wie ihr seht, sind hier schöne Ecken bzw. Spitzen ausgearbeitet. Nach demselben Prinzip geht ihr jetzt bei dem zweiten Futterinnenstoff vor. Wenn ihr eine Aufhängung für den Schlüssel haben möchtet, fixiert den bitte vorher zwischen dem Ober- und dem Unterteil. Danach näht ihr eure Innentasche, je nachdem was ihr haben möchtet, ob mit Reißverschluss oder dieses Einsteckfach und schließt die Innentasche oder stellt die Innentasche genauso fertig wie die Außentasche. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns gleich wieder. Denkt beim Boden wieder an diesen 1 cm, den ihr vorher nicht mit am Anfang und am Ende, den ihr nicht mit festnäht. Und an eine Wendeöffnung. Ich habe jetzt hier meine Innentasche aufgenäht und habe mir hier noch einen Magnetknopf mit angebracht. Ich verzichte jetzt hier auf diese Schlüsselaufhängungen, werde aber dieses Schnittteil dazu nutzen, um hier mir noch einen kleinen Karabiner zu befestigen. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Verschlussmöglichkeit mit dieser Magnetknopfaufhängung nutzt, verstärkt diese Schnittteile und tut den Magnetknopf dann nochmal extra verstärken, so wie ich es vorhin bei den Nieten gemacht habe. Ich bin jetzt gerade dabei den Boden beim Futterstoff anzunähen und ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass ich gerne hier unten so ein paar Knipse reinsetzt, damit sich der Boden, der hier ist, besser an das Seitenteil legt. Und ihr seht es auch, was ich meine.
Ich habe die Knipse jetzt noch nicht gemacht. Und ich habe hier so Falten drin. Und wenn ich jetzt mir hier so einen kleinen Knips setze, aber wirklich nur den Oberstoff. Bis kurz vor die Naht. Legt sich das jetzt viel besser und ihr könnt es schön annähen. Die Innentasche ist jetzt fertig. Hier ist die Wende öffnen. Könnte vielleicht ein bisschen klein sein, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt wollen wir mal Hochzeit feiern. Ihr lasst die Innentasche auf links gedreht. Die Außentasche ist mit der schönen Seite nach außen auf rechts und steckt diese in die Innentasche. Die Seitennähte treffen aufeinander, legt die Nahtzugaben schön auseinander und pinnt euch das schon mal fest. Und so steckt ihr jetzt diese Außentasche ans, die Innentasche an die Außentasche. Achtet darauf, dass ihr die Hänge nicht mit annäht, ne? Und näht alles mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr noch eine, man sagt so Sicherungsnaht, innerhalb der Nahtzugabe machen. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen stabiler. Dann wendet ihr eure Tasche und dann schauen wir uns das Ergebnis gleich mal an. So, und die Tasche habe ich jetzt hier zusammengenäht. Das werde ich jetzt hier alles noch schön ausbügeln und die obere Kante nochmal abstecken. Dann die Wendeöffnung schließen. Und hier mache ich noch 2 Nieten rein. Das gucke ich jetzt erstmal. Es kann auch sein, dass ich einfach nur so Knoten reinmache. Und dann ist meine neue Tasche schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hinterlass uns doch einen Kommentar oder gib uns ein Däumchen. Und bewundere alle unsere tollen Designbeispiele, diese schönen Tasche. Und verlinke uns auf Instagram und Facebook, damit wir auch deine Tasche bewundern können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen. Bis bald.